Ich habe mich die ganze Zeit um eine Woche vertan. Ich dachte, wir wären schon eine Achtung, Woche weiter. du hast ganz Schnelles an. Am 20. gehen wir in den Swinger Club. Cool. Und wir nehmen direkt die mittlere Spur, weil es geht geradeaus weiter. Mittlere Spur in den Club? Hier meinst du nicht wir gehen in den Dock rein? Meinst du nicht in den Dock Room? Bloß nicht. Hey, der ist interessant manchmal. Der ist gar nicht mal so schlecht, also. Ja, wenn man vorher. Wenn man vorher nur Frauen hat reingehen sehen, ja, dann ja. Aber wenn man sieht, Thorsten geht rein und keiner kommt raus, dann ist nur Thorsten drin, oder? Geh ich da auch nicht rein. Ah ja. Ah ja. Vorderbild schnell, hä? 80. Ich fahr 80. Ich fahr Strich 80. Ja auch. Ah, jetzt komme ich langsam wieder ran. Und ein JD 1984 steht hier. Und rast in dich rein. Er steht hier und rast in einen rein. Ah ja. Und fährt vor mir raus. Mhm. Ich kann gerade noch so rüberziehen. Na gut. Hat mich wahrscheinlich nicht gesehen. Aua. Meine Güte. Was ist denn hier heute schon wieder los? Ich will's gar nicht erst wissen. Nach Karneval. Hat der Kindergarten Ausgang oder was? Nee, die Kinder können ja. Die deutschen Kinder können ja nicht mehr in den Kindergarten. Und jetzt alles die Flüchtlinge, die wohnen da jetzt. Nee. Die Syrer wohnen jetzt. Die Kindergartenplätze werden jetzt hier vorrangig an Flüchtlingskinder gegeben. Oh, schön. Wir müssen übrigens auf die mittlere Spur. Ich weiß nicht, hinter mir sind so zwei komische, ich trau denen nicht. Ganz zu Recht. Ich hab hinter mir so drei komische und einer ist ziemlich dicht dahinter mir, also Ja, du warst auch schon mal schneller. Ich fahr Strich 80. Ich doch auch. Ja, genau. Ja, genau. Ich will eine Aufnahme sehen. Ja, genau. Und da kommt ein weiterer Verband an. Die fahren in die Gegenrichtung. Turbo David, habt ihr morgen Abend Bock auf eine spontane Runde Arma? Weil die hatte vorhin mal gefragt. Morgen haben wir was anderes vor. Okay. Machen wir das morgen immer noch? Oder spielen wir morgen nun Ark? Ark? Würde ich sagen. Okay. Ach, Thorsten, hast du 2 Tage frei? Ja. Ui, ja. Und wir... Hat der Junge sich auch fett und zu hart wieder arbeitet? Ja. Nee, wir müssen hier abfahren. Aber wie so. Die Lemminge, ich finde das süß, wie die Lemminge fahren sie schönartig hinter mir her. Außer einer. Ja. Der nämlich GPS hat. Ja. Wie lange sind bei euch die Tankgutscheine gültig? 3 Jahre Minimum. Okay, gut. Wieso hast du noch einen gefunden? Ja, von meinem Geburtstag. Und ich gehe in Eisen. Lack gerade. Mit ist kein, ausnahmsweise heute mal, auch wenn ihr das gerne seht, keinen selbstverschuldeten Unfall gibt. Noch nicht? Ich schwöre nichts heraus. Nee, bis jetzt noch nicht. Oh, okay. Bis jetzt noch nicht. Eben. Richtig, bis jetzt. Aber das Spielchen hatten wir, das kennen wir noch vom letzten Mal. Ach, ist ja noch nichts passiert. Bam! Aha. Und plötzlich lag ich irgendwie so erst in einem Brückenpfeiler und dann wurde ich nochmal angeschoben, dass ich mal eben richtig schön auf die andere Seite transportiert wurde. Ach, weißt du, wie oft ich mir das schon angeguckt habe? Ich kann es mir ungefähr vorstellen, dass du das unheimlich super, 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 super gerne anguckst. Dass ihn das oh, geil ja. macht. Wir fahren übrigens auf der zweiten Spur weiter. Wenn man Videos was machen die denn hier? Die stehen da. Aber hatten wir die nicht reported gehabt vor ein paar Minuten? Die haben sich teleportiert. Ja, geil. Aber wenn man Videos als Profilbilder machen könnte, dann wäre dieses Video mein Profilbild. Oder kommt jemand vorbei? Pass auf. Ja. Okay, also rechte Spur. Und halb auf dem Standstreifen besser. Ach. Also ich bin in der Mitte geblieben. Wenn man fahren kann, dann braucht man das nicht. Wenn man fahren kann. Genau, Thorsten, wenn.
Und nein, das lag jetzt mal nicht an mir. Sondern wir müssen den anderen ja auch die Möglichkeit geben, nach Möglichkeit doch ein wenig mehr Platz zu haben. Damit die in Ruhe überholen können. Und es gibt mal angekündigt. Jetzt auch übrigens eine Vorgehensweise, wie man, wenn man jetzt mit Licht unterwegs ist, wie man dann auch Bescheid gibt von wegen, jupp, du bist an mir definitiv vorbei. Auf mich zu blenden. Entweder aufblinken oder zweimal mit der Hupe bestätigen, dass du vorbei bist. Dass er weiß, okay, mit dem Arsch bin ich auf jeden Fall jetzt dran vorbei. Finde ich gar nicht mal schlecht. Hatten wir die Regel nicht vorher schon? Eigentlich schon, aber jetzt sollten sich die Leute besser dran halten, weil wenn ein Admin in der Nähe ist und das hat keiner gemacht, kann es dann auch schon mal ein wenig unschön werden. Wobei aber die Lichthupe eben realistischer ist. Die Lichthupe ist definitiv realistischer. Aber dann solltest du dich auch mit... Motorfehlfunktion. Hoppa. Genau, mit der Motorfehlfunktion bedanken. Schon wieder Fehlfunktion? Ja, wegen diesen Typen da, diesen Normandie-Dinger-Typen da. Ah, okay. Also bei 33%? Uiuiui, das war knapp. Das war sehr knapp. Sollen wir jetzt gleich nochmal runterfahren? Warten wir mal. Noch geht das ja. Da kommen zwei angeflogen. Einer leckt ganz schön, weil er seine scheiß Rundumleuchten anhat. Ja, wir haben es gesehen. Und einer tigert hinter mir. Ja, das sehe ich. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, wenn einer von hinten kommt. Ist der zufälliger. Ja? Gut vorbeigezogen. Bei uns. Also, die haben keine Probleme gemacht, bei uns zumindest. Ja, ich sag's mal so. Also, bitte. Wenn er möchte, wenn er im Konvoi mitfahren will, ja, bitte. Bau ihm nicht. Aber da bitte ich dann auch wirklich drum, dass er dann auch entspannt fährt. Nein, es ist schon großartig genug, dass ich angefangen habe, Thorsten zu vertrauen. So nah, wie ich ihm fahre. Schön, danke. Du weißt gar nicht, was mir das bedeutet. Gar nichts? Genau. Wir müssen übrigens auf die mittlere. Sagt das mittlere. Ja. Und ich hab's auf Video. Du hetzt mich doch nicht. Nein, dafür bin ich nicht zuständig. Aber wie es aussieht, will der die ganze Zeit mit uns weiterfahren. Finde ich gut. Nein, bitte. So. Oh, ich hab irgendwie Lust, die Handbremse gerade anzuziehen. Okay. Aber das lassen wir besser. Wo ist ein Fumpi? Achso, da hinten. Okay. Ich halte Abstand. Gib mir einen guten Abstand. Gut. Sehr löblich. So, das heißt, jetzt können wir wieder rechts rüber. Diese Sicherheitsabstand-Einhalter. Ja, wir wissen, dass du nichts davon kennst. Manchmal deutlich besser. Ja, vor allen Dingen bei gewissen Leuten, ne? Nicht sorgen, wenn sie bremsen. Kann irgendjemand mal nachgucken, wer das ist, der sich da hinter Kiddiges aufhält? Syntax. Okay. Syntax Error. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Acht Trüffel begleiten uns wieder über das Live-Bild. Respektive über die Karte, oder was? Was? Nein. Woher weißt du das dann? Aber das schon mal, wenn er Syntax sagt, dann. Ah, okay. Syntax Error ein. Ich hab nur so. Ist aber ein heißt Syntax. Der echt so? Nein, mit E, nicht mit A. Oder heißt auch Error? Nein, oder ohne Error. Ohne. Okay. Aber er scheint artig zu sein. Ja, das hat doch auch schon mal was. Was hat der vor? Euch wahrscheinlich gerade genauso doof an. Wie gesagt, so lange ist er Abstand halten. Ja, klar. Ja, der fährt ein bisschen nah, muss ich sagen. Aber dann ist es selber schuld. Na, aber wenn er den LKW noch unter Kontrolle hat dadurch,
Thorsten, hast du den Multiplayer von American schon ausprobiert? Ich habe mir ihn runtergeladen. Das ist ja auch die Version, mit der wir hier über ETS 2 spielen. Aber fahren wir schon mal auf die mittlere Spur. Können wir nachher noch mal kurz ausprobieren. Genau, zumindest mit dem Kiddigis und die Personen, die den RTS schon haben. Wir möchten jetzt wieder in der Mitte. Jo. Er scheint tatsächlich hinterher zu fahren. Hm. Oder er hat zufälligerweise das gleiche Ziel wie wir und hat sich dann einfach entschlossen mitzufahren. Gleiche Strecke. Gut. Das passiert schon mal. So, wir müssen übrigens die nächste Abfahrt. Wir müssen übrigens die nächste Abfahrt jetzt runterfahren. Das heißt Richtung Nürnberg, um die erste Lieferung abzuliefern. Machen wir schon mal Blinkersche an. Dann geht's auf die A9. Und da braucht ihr jetzt nicht abbremsen für, weil die Strecke, weil die ist so gut geformt, die kriegen wir auch ohne weiteres mit 80. Ach, glaubst du? Ja. Bis jetzt sieht es so aus. Nur irgendwie sieht das so aus, als wenn Thorsten in die Leitplanke fährt. Das sieht nur so aus. Ich habe genug Abstand. Wie gesagt, er hatte zufällig den gleichen Weg wie wir. Ja, hat es schön eingeordnet. Mhm. Und wir fahren jetzt auch die nächste Abfahrt direkt wieder runter. Ja, aber diesmal mit mein Ziel schon blinken in der Ferne. Ich glaube, du müsstest irgendwie so 100 Kilometer jetzt so noch haben, ne? 25. 25 Kilometer noch? Ja. Okay, und da steht einer mitten in der Ausfahrt, yay. Aber da bremse ich. Weil die Abfahrt ist ein wenig enger. Das ist besser. La 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 la. Den Reporter kann nicht erkennen, was der für ein LKW hat. Natürlich ein Volvo. Wer? Der hinter mir. Syntax. Das Syntax ist doch nicht mehr da. Und die Ampel ist rot. Stopp! Ich konnte noch einen Meter vorfahren. Hat das gereicht? Hat schon wieder geknallt, oder was? Nein. Okay. Haben wir gerade noch verhindert. Okay, da kommt einer mit Rundumlichten an. Yay! Das ist doch ein Quell der Freude. Und es ist grün. Meine Framerate freut sich. Bei mir macht das keinen Unterschied. Bei mir auch nicht. Ich habe eine andere Grafikkarte, also bitte. Meine ist eben so cool. Deine Grafikkarte ist cool. Mhm. Das gefällt mir gar nicht, dass mein Prozessor auf 60 Grad ist. Erster Aufenthalt in Nürnberg. Erster Aufenthalt in Nürnberg. Mit Dart. Erster Aufenthalt in Gelsenkirchen. Und die rot. Die Ampel ist rot. Sag doch früher. Komm, dann schon. Geh dann nächstes Mal nicht komplett in die Eisen. Wenn du noch 3 Meter vor dir hast. Hier ist wieder schön viel los. Ich hab genug Platz. Nürnberg ist gut besucht.